Hallo und herzlich willkommen, Freunde des lustigen Videos. Hier wieder eine weitere lustige Runde Let's Play mit Markus zusammen. Jawohl. Markus hat schon wieder eine schöne neue Mission von seinem Spielstand rausgesucht, und zwar die verschwundenen Maschinen. Ja. Die sollen wir jetzt hier einsammeln. Wir haben uns auch schon unsere Trucks vorbereitet. Ich sitze hehier in dem schönen blauen Fleetstar und der Markus hat von mir den großen Bandit. Ja? Ja, ich sitze im Bandit. Genau. So. Also dann. Ich hab mich breitschlagen lassen. Dass du den besseren kriegst, genau. Nee, ich hätte auch meinen Fleetstar nehmen können. Ja, aber jetzt hast du den besseren. Gut. Ich weiß nicht, ob der Bandit besser ist wie der Fleetstar. Von der Geländegängigkeit her ist der schon nicht verkehrt, ja. Ja gut, wenn du sagst, dass also wir haben uns für die Mission, da das ja 4 Ladungsstücke sind, haben wir uns aufgeteilt und jeder macht zwei Ladungsstücke, und ich habe den schwierigeren Part ausgesucht. Nee, nicht schwieriger, anspruchsvoll. Anspruchsvoll. Ja, ich habe die Mission bei mir auf dem Kühlstand schon mal gemacht. Der Markus kennt die jetzt noch nicht und deswegen darf er eben anspruchsvoll machen. Und dann übernehme ich die einfache parallel und dann geben wir das Zeug zusammen ab, kassieren die Punkte und die Kohle. Und ja, dann haben wir eine schöne Win-Win-Situation. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal durchkämpfen. Da immer ganz rechts fahren. Ja. Wir können es ja unseren Zuschauern noch mal kurz zeigen. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Ich habe hier schon mal ein paar Wegpunkte markiert, wo wir etwa durchfahren wollen. Und dann. Ja, ich habe mir heute einen Abbiegepunkt für mich oben markiert. Ja, und hier oben sieht man dann eben die 4 Ziele, die wir einsammeln sollen, die einfach rüberbringen zur Fabrik. Also relativ easy. Also ich mache die 2 auf der linken Seite und Olli die 2 auf der rechten Seite. Genau. Und wenn es der Markus fahren nicht, wir gemeinsam zur Fabrik. Dann ich immer auf, ja. Müssen wir mal gucken, wie es bei jedem läuft. Eben. Einfach mal ausprobieren. Aber mal. Erstmal uns hier durch den Sumpf kämpfen. Und diese Mission habe ich vorbereitet. Das ist mal schön. Dann kann ja auch was mehr schief gehen. Ja, ich hätte es ja auch schon gemacht, aber ich hatte ja keinen Kran. Also. Genau. Jetzt haben wir sogar 2 Kräne. Ja, ich dachte, man braucht einen Autokran dafür. Nee, den brauchst du am Anfang noch gar nicht. Den braucht man eigentlich. Braucht man den überhaupt mal? Ich dachte vielleicht mal irgendwann, wenn mal was richtig Großes kommt, aber. Das, was wir jetzt hier noch fahren, das ist ja im Gegensatz zu dem, was im Spiel später noch kommt, wirklich nur Kleinkram. Okay. Also da gibt es ja noch richtig geile Schwertransportmissionen, wo du mit einem dicken Schwerlasttruck vorne dran irgend so einen riesen Kranaufbau hinter dir herziehen musst und dann irgendwo versumpft, und dann musst du dir noch ein Fahrzeug dazu holen und mit dem dann auch noch ziehen. Und also ich glaube, da kommt noch richtig viel. Die Sachen habe ich selber auch noch nicht gezockt, aber schon andere Let's Plays gesehen. Also da gibt es noch ein paar interessante Sachen. Ja, ich habe mich jetzt noch nicht so richtig damit beschäftigt, weil ich mich da mal noch ein bisschen überraschen will. Genau, ja. Ich habe da mal vereinzelt mal was gesehen, irgendwelche Screenshots, aber Wie sieht's aus? Bist du hinter mir? Ja, ich sehe dich noch. Wenn ich langsamer machen soll, dann sag Bescheid. Also ich fahre jetzt halt im schnellen Schwerlastgang hier durch. So. Keine Untersetzung einschalten müssen. Weil, ja, immer voll. Ich hab's mir jetzt angewöhnt, das zu tun, weil dann schmeiß ich weniger was um. Ach so, ja, ich bleib hier mal rumschmeißen. So, jetzt kann ich wieder umschalten. Ja, auch wirklich keine Rakete. Ja, wenn du immer im Schneckengang fährst, dann. Nee, ich habe. Der hat ja von der Beschleunigung, ist der nicht so. Ja. Eure Maschine ausleihen und dann immer noch was zu meckern haben. Ja, ja. Ja. Ich weiß nichts mehr mit deiner eigenen Uhr. Ja, rüst das Ding mal ordentlich auf hier. Da gibt nichts aufzurüsten. Echt jetzt? Da kann man nichts mehr machen. Ein bisschen was, aber.
Sachen, die du dafür die irgendwie freischalten kannst oder so, die kriegst du, glaube ich, erst später und ja, kostet natürlich auch alles Geld. Da lang? Ne, müssen wir. Ja, wir können nicht, weiß. Nur eine Abkürzung. Aber der große Weg durch den Sumpf, der geht ja noch länger. Muss noch einen Baum hängen. Nee. Aber irgendwie hat er ja nicht so die Traktion. Mit dem Karren habe ich die meisten Missionen gemacht. Ja, gerade am Anfang, klar, wenn man eben das Spiel mit dem Zusatzpaket gleich kauft, dann hat man den halt schon mit dabei. Aber da sind ja schon mal richtig was machen. Da sind ja auch richtige Teerschneider drauf, also man weiß, Schlammreifen sind ja richtig etwas breiter. Ja. Oder kann man da keine anderen Reifen mehr drauf machen? Ich weiß nicht, der ist jetzt nicht so ausbaufähig, glaube ich, wie die anderen LKWs. Aber wir können uns hier noch mal gemeinsam in der Werkstatt anschauen, was da noch so geht. Weil ich denke, mit den Reifen kann man da noch einiges machen. Ja, ich glaube, die kann ich noch gar nicht freischalten, weil da bin ich von der Spielerstufe her noch zu niedrig. Ja, als dann. Da gibt es, glaube ich, noch Kettenreifen oder so dafür, aber ja. Und dann ist das Ding, denke ich mal, richtig gut. Ja. Weil der hat jetzt, du bist da viel schneller durchgekommen wie ich. Ja klar, ich habe diese komischen Schlammreifen hier drauf. Ich weiß nicht, ob das Schlammreifen drauf sind. Ja, es sind nämlich auch Offroad-Reifen. Ja, das ist halt nicht das Gleiche. Ja. Ja, die hier sind nicht schlecht auf dem Truck, das funktioniert ganz gut. Damit kann man arbeiten. Also ich hätte es noch. Fährt sich auf der Straße zwar recht bescheiden, aber. Ja. Was wolltest du sagen? Ich wäre jetzt dann bald an meinem Abbiegepunkt. Ist schon, du fährst nur lang. Ja. Ja, mir hinterher, ja. Ja. Ja, da muss ich ja auch abbiegen. Muss ich jetzt anders fahren? Nein. Du musst doch jetzt eigentlich rechts rum, oder? Nein. Ladung. Ach, da geht's nochmal in Zug. Ah ja, da geht's nochmal so einen Querweg, alles ja, klar. Die eine Ladung, die liegt genau auf dem Weg, ja. Ganz easy. Das wäre langweilig für dich. Deswegen sammle ich jetzt die zwei Sachen schnell ein, gib sie an der Fabrik ab und dann komme ich dich zu retten. Danke. Habe ich schon mal so eingeplant. Zu gnädig. Ja, sicher, sicher. So, dann haben wir schon die erste Kiste. Kiste. Ja, und rein. Fahren aufbauen. Das sind ja so Kisten wie bei der Ölmission, da, wo wir diese Ölfässer aufgeladen haben, oder? So ähnlich, ja. Muss mal gucken, wie weit ich das da noch muss. Auch noch ein ganzes Stück. Sehr ausladend Kranen. Okay. Ja, wie hier würde jetzt so ein komischer Weg runtergehen? Ich schau mal, wo du da bist. Ja, genau, da musst du links runter. Da noch nicht, noch ein ganz Stück weiter vorne. Nein, da nicht. Ja, da würde es ein Weg runtergehen. Das ist doch kein Weg. Nicht? Also für mich wäre das ein Weg. Jetzt geht's links einen Weg runter. Die Straße meinst du? Wegstraße, nenn es wie du willst. Ja,
Eben, und dann gerade an dieser Baumreihe noch vorbei, die du jetzt zu deiner Linken siehst, und dann links abbiegen. So, langsam, langsam. Halt. Und vorbei. Da irgendwo. Ja, da geht auch noch ein Schleifweg irgendwas hoch. Ja, genau. Da musst du dich jetzt durchfummeln. Wenn es das mal Schleifweg. Ja. Also, ich habe die erste Kiste gesehen. Mhm. So. Die sind schwer. Ledig, Kiste ledig. So, und Abwurf. Ja, passt doch. So, erste Kiste ist verladen. Und wie läuft's bei dir? Ich verlade gerade die erste. Und klappt soweit. Ja. Zweite ist noch ein bisschen schwieriger. Die Perspektive ist halt hier ein bisschen blöd, weil so viele Bäume sind. Mhm. So. So. Stützen aus, Kranodus. So, Fracht verladen. Auf zur nächsten. Das war jetzt aber einfach. Ja, wie gesagt, das andere hier ist noch einfacher. So. Naja, das reicht. Ja. Muss nur irgendwie da hinten draufstehen. Ja. Achso, ich muss ja C drücken. Ja. Zack. Laden. Zack. Fertig. So, wie machen wir es? Soll ich da noch ein bisschen entgegenfahren oder? Ich komm eigentlich. Ja, soll ich mal. Klar, im Moment. Fabrik hochjuckeln. Du kannst. Entweder wartest du auf mich oder du fährst halt zur Fabrik schon mal. Ja, ich fahr da runter in die Straße, ja. Ja, ich warte dann da unten. Ich setze mir hier mal noch ein paar Wegpunkte. Und dann. Mein Spiel macht komische Geräusche. Es miaut. Hä? Scheint das kaputt zu sein. Ja, da steht so ein kleiner grauer Tiger. Ein Tiger? Mhm. So. So, Fracht. Okay, verladen. Z.
Jetzt muss ich aber, soll ich dann den Weg zu Ende fahren? Weil hier oben umdrehen? Da gibt es keinen zu Ende. Ich muss mal gucken, ja, hier kann ich umdrehen. Ja, du musst auch umdrehen. Ohne die Karre umzuschmeißen. Jo. Und Lucy. Ja, schöne Grüße an die Miezekatze. Ja. Wenden in 5 Zügen. Komm, komm, komm. Zu schwer. Kannst dich ja mit der Winde zusätzlich noch irgendwo sichern. Ja, das sind bloß so kleine Bäume. Aber ich habe jetzt schon die Wände geschafft. So. Schau dir jetzt mal einen Laschgang. Ich fahre dir hier mal rückwärts entgegen. Gefährlich, gefährlich ist es hier, die Kurve zu fahren. Oh Mann. Meine Ladefläche hier, die hat einen Wahnsinnsüberhang durch den Kranaufbau. Ist die Pritsche so nach hinten verschoben, dass die hintere Kiste fast komplett hinter der letzten Achse hängt. Aber der Rahmen unten drunter, der geht natürlich noch ein bisschen weiter drunter. Aber es sieht schon etwas crazy aus. So, ich bin gleich am Weg. Ausnahmsweise hat es mal funktioniert. Das ist sogar noch in einer brauchbaren Zeit. Ich weiß nicht, ob man ich weiß nicht, ob das ist. Ja, muss aufpassen. Da habe ich schon meinen Pickup hier rumgeschmissen. Ja, da liegt dann hast du kein Baum, keine Linie. Und ja. Ja. Wenn du da die autonome Elektrowinde hast, kannst du nirgends festmachen. Mal irgendwie so eine Planierraupe haben oder so, wo man die Steine einfach mal hier wegschieben kann. Ja, oder ein Bagger. Ja, die lädt es aber immer wieder dahin, die Steine. Das. Was? Echt? Ja. Kann man nicht dauerhaft beseitigen. Schade. Ja, gut, es gibt ja so ein Caterpillar oder irgendwas, oder? Ja, das aber das ist aber auch nur eine Zugmaschine. Soweit ich weiß. Oder willst du überholen? Fahr ich denn noch? Nee. Hier, komm, pass mal überholen. Weil aktuell bin ich jetzt schneller als du. Ja, mach mal. Dieses Mal läuft das auch richtig schön flüssig mit der Synchronisation. Scheint mir eine gute Verbindung zu haben. Ja, ich hoffe, dass ich mein Spiel jetzt nicht mehr aufhängt. Ob das jetzt läuft, ja. Naja. Solange meine Maus noch funktioniert. Irgendwie ging das vorhin grafisch nicht mehr. Ist mit deinem Kran alles in Ordnung oder steht irgendwie fast senkrecht nach oben? Nö, der ist eingefahren. Ja? Der schlabbert irre rum, wenn ich das bei mir hier so anschaue. Also grafisch ist halt manchmal noch nicht so ganz. Ja gut, durch den Koop-Modus vielleicht ein bisschen verbuggt. So. Hier steht doch eine riesen coole Maschine. Ich. Jetzt stehst du deinen Weg, mach doch mal Platz. Wir wollen doch hier abliefern. Ah.
Yes! Das hat sich aber dabei gelohnt. Ja, das ging mal schnell, schnelle Kohle. Guck mal, siehst du das Seil hier hinten dran? Ja, ja. Noch umdreht. Bisschen dafür. Ja. Sicherheit. Komm, das Ding, das muss man mal fahren. Das hängt mal an Pacific hinten dran. Das ist ja geil. Fette Sache. So, das war's dann aber auch mal wieder für diese Folge. Ob wir das Ding dann transportieren oder nicht, seht ihr beim nächsten Mal. Jo. Also, wenn es euch gefallen hat, Kanal abonnieren, gerne ein Like da lassen. Das Ganze ist natürlich immer wieder kostenlos für euch. Das kostet euch gar nichts. Ja. Aber ihr supportet uns, das bringt uns einfach weiter voran. Gebt euren Senf dazu, ist auch gewünscht. Genau, schreibt Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Vor allem auch, was euch nicht gefallen hat. Interessiert uns auch. Jo, auf jeden Fall. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Olli. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.